Wir sehen uns auf reitschuster.de. Nach 7 Monaten ist bei einem medizinischen Präparat, dessen Namen ich hier nicht nennen kann, weil hier zensiert wird, keine Schutzwirkung mehr nachweisbar. Nein, das sagen nicht die üblichen Verdächtigen, die Corona-Ketzer, wie wir die heute nennen. Das sagt kein Geringerer als einer der sogenannten Hof-Virologen, der Professor Kekulé. Und es geht sogar noch weiter. Es gibt noch ein weiteres Präparat, medizinisches, das schützen soll, das in Deutschland inzwischen nicht mehr angewandt wird. Und da ist es sogar so, dass die Schutzwirkung statistisch negativ ist. Also diejenigen, die dieses Präparat bekommen haben, die sind öfter an Corona erkrankt als die Vergleichsgruppe. Nein, alles keine Ketzerei, all das können Sie finden beim MDR, dem Mitteldeutschen Rundfunk, also gebührenfinanziert, nur eben sehr gut versteckt, in einem Podcast von Professor Kekulé. Und die Folgen von diesen Ereignissen, die müssten eigentlich darin bestehen, dass das ganz groß in den Medien thematisiert wird, dass wir das in den Schlagzeilen haben, dass gefragt wird, ob bestimmte Nicht-Einschränkungen von Grundrechten, die gewisse Leute heute als Privileg, wie man das neudeutsch nennt, haben, ob das überhaupt noch Sinn macht, wie gesagt, wenn selbst bei einem der gebräuchlichsten Präparate nach 7 Monaten kein Schutz mehr besteht. Fragen über Fragen, die ich mit Ihnen, mit euch hier leider nicht besprechen kann, weil hier zensiert wird. So weit sind wir schon im besten Deutschland aller Zeiten. Allein dieser Größenwahn von dem eigenen Land als dem besten aller Zeiten zu sprechen, das ist genau wieder dieser alte Größenwahn. Aber lassen wir das. Bitte geht mit mir rüber auf Rumble, auf Odyssee. Das ist etwas ganz, ganz Tolles. Teilweise, also es gibt ein Video sogar, das schon fast 300.000 Aufrufe hat auf Rumble. Über 200.000, mehrfach über 100.000, fast schon Standard. Das ist so toll, dass Sie da mitmachen und den Zensoren die gelbe Karte zeigen. Jetzt gehen wir rüber und da erzähle ich die ganze Geschichte. Das ist wirklich unglaublich spannend in meinen Augen. Eine Nachrichtenbombe, die in Deutschland aber nicht zündet, weil die Medien stramm wegsehen. Bis gleich auf Rumble und auf Odyssee. Danke, ciao. Ich muss offen gestehen, ich verstehe die Frage nicht. Also ich habe zwar eine Idee, was Herr Reitschuster meinen könnte. Also ich bin der Meinung, da hatten wir Herrn Reitschuster bezogen auf die Frage der Erfassung des Impfstatus bei Einweisung in Intensivstationen hatten wir ihm Informationen geliefert. Das wird, das hatte auch der Herr Professor Wieler hier am Mittwoch gesagt, erfasst. Man kann sich dem näherungsweise auch nähern. Divi sagt uns ja, und das ist nach wie vor die Zahl, dass deutlich über 90% der Menschen, die intensivmedizinisch betreut werden, nicht geimpft sind. Wobei es jetzt hier nicht um die Intensiv Belegungen ging, sondern um die Gesamtzahl der getesteten Bürgerinnen und Bürger. Grundsätzlich vielleicht einfach mal zum Thema mit oder an Corona erkrankt. Was Herr Reitschuster vermutlich meint, sind sogenannte Nebendiagnosen. Zu der Zahl der Testverfahren finden Sie entsprechend umfangreiche Angaben im aktuellen wöchentlichen Lagebericht des RKI. Darüber hinaus kann ich Ihnen da keine weiteren Hinweise geben.